Mit dem Fingerabdruck das Handy entsperren oder sich bei der Bank durch einen Gesichtsscan ausweisen. Biometrische Methoden zur Identifizierung klingen sicher. Den eigenen Fingerabdruck gibt es ja schließlich auch nur ein einziges Mal. Doch längst haben Kriminelle Wege gefunden, solche Daten zu stehlen. Nach Recherchen der Story im Ersten blüht im sogenannten Dark Web der illegale Handel mit biometrischen Daten. Viele Millionen Bürger weltweit sind betroffen. Wer das englische Wort biometric, also biometrisch, in die Suchmaske einer illegalen Plattform im Dark Web eingibt, bekommt im Nu zig Anleitungen zur Herstellung gefälschter biometrischer Merkmale wie den Fingerabdruck. Man könne sich den Service der kriminellen Anbieter vorstellen wie bei legalen Verkaufsplattformen, so Sven Weiland von der Cyber Task Force Göttingen. Auf diesen Handelsplattformen werden halt Identitäten angeboten. Sogar Pässe mit gefälschten biometrischen Merkmalen. Das ist auf jeden Fall ein Trend, den wir da sehen. Die Datenbanken, die Identitätsdaten von Bürgern speichern, sind im Visier von Cyberkriminellen. Millionenfach wurden weltweit biometrische Daten gestohlen. Umso wichtiger sind deshalb verschlüsselte Übertragungswege der hochsensiblen Daten. Die Übermittlung des Fingerabdrucks bei deutschen Einwohnermeldeämtern erfolgt jedoch unverschlüsselt vom Fingerabdruckscanner zum Computer und ist deshalb angreifbar. Sicherheitsexperten halten das für ein Risiko. Sie warnen auch vor dem sorglosen Einsatz digitalisierter biometrischer Merkmale in kommerziellen Geräten. Denn über die Qualität der eingesetzten Software könne man als Verbraucher wenig wissen. Wenn Sie jetzt so einen typischen Fingerabdruckleser oder Gesichtserkennungssoftware in einem Smartphone nehmen, dann ist das auch so. Da gibt es dann auch keine vorgegebenen Zertifikate. Das heißt, wenn ich das kaufe, dann muss ich darauf hoffen, dass der Hersteller das ordentlich gemacht hat. Hoffen. Die europäische IT-Sicherheitsbehörde ENISA fordert eine Haftung für IT-Produkte. Und wir kommen zur Börse. Ellen Frauenknecht in Frankfurt. Die türkische Lira ist auf ein neues Rekordtief gesunken. Woran liegt's und was heißt das für die Türkei? Der letzte Kursstoß wurde durch die diplomatische Krise zwischen den USA und der Türkei über den festgehaltenen Pastor Andrew Branson ausgelöst. Kurz nach dem gescheiterten Putsch Mitte Juli 2016 hatten türkische Behörden diesen Pastor festgenommen, der seit über 20 Jahren in der Türkei lebt. Sie werfen ihm offiziell eine Unterstützung der Gülen-Bewegung an der Nähe zur PKK bzw. Spionage für die USA vor. Letztlich ist er aber eine Art Faustpfand, um die Auslieferung des Predigers Gülen aus den USA zu erzwingen. Nun hatten die USA am Mittwochabend Sanktionen gegen den türkischen Justizminister und den Innenminister verhängt, weil sie führende Rollen im Fall dieses US-Pastors gespielt hätten. Durch die Sanktionen werden mögliche Vermögen der Minister in den USA eingefroren. Außerdem dürfen US-Bürger keine Geschäfte mit ihnen machen. Diese Eskalation in dem Streit hat der Währung, die ohnehin schon unter Druck war, noch einmal schwer zugesetzt. Seit Anfang des Jahres hat sie zum Dollar bereits 26% an Wert eingebüßt. Zum Euro ist sie ebenfalls auf ein Rekordtief gestürzt. Für einen Euro gibt es mittlerweile knapp 6 Lira. Das macht den Urlaub für Deutsche, die in der Türkei sind, billiger, setzt der Türkei aber wirtschaftlich schwer zu, wie man auch an den Inflationsdaten sieht. Im Juli war die Inflation auf 16% gestiegen, weil die Türkei eben sehr viel aus dem Ausland importiert. Mhm. Ansonsten hat Linde heute ja auch mal heute Morgen für Aufregung gesorgt, weil es von den amerikanischen Wettbewerbsbehörden weitere Auflagen zum geplanten Megadeal mit Praxair geben soll. Hat sich der Kurs von Linde denn mittlerweile stabilisiert? Nein, hat er nicht, überhaupt nicht. Er war zeitweise über 10% im Minus. Jetzt ist er momentan 9,5% im Minus. Also die Unsicherung ist sehr groß. Dieser Deal galt ja eigentlich schon als so gut wie in trockenen Tüchern. Und nun gibt es eben doch ernsthafte Zweifel, ob es noch zustande kommen kann. Linde und Praxair wollen ja zusammen zum größten Industriegasehersteller der Welt aufsteigen mit 80.000 Mitarbeitern und 28 Milliarden Euro Jahresumsatz. Sie würden dann ein Viertel des Weltmarkts beherrschen. Aber wie gesagt, nun gibt es einige Fragezeichen, ob diese Fusion noch klappt. Vielen Dank, Ellen Frauenknecht an der Frankfurter Börse. Morgen treten die neuen US-Wirtschaftssanktionen gegen den Iran in Kraft. Präsident Trump hatte sie angekündigt, als er im Mai aus dem Atomabkommen ausgestiegen war. Mit der ersten Stufe der Sanktionen wollen die USA erreichen, dass der Iran keine Dollar mehr erwerben kann. Damit wird es für iranische Unternehmen schwierig, internationalen Handel zu betreiben. Entsprechend befindet sich die iranische Währung Rial seit Wochen im Tiefflug.
Mitten in der Ferienzeit müssen sich Reisende weiter auf Streiks beim Billigflieger Ryanair gefasst machen. Am kommenden Freitag werden insgesamt 104 Flüge von und nach Belgien gestrichen, teilte das Unternehmen mit. Auch Verbindungen von und nach Schweden und Irland werden betroffen sein. Bei den Pilotenstreiks geht es um die Bezahlung, aber auch um die Arbeitsbedingungen bei der Billig-Airline. Bereits vor etwa 1,5 Wochen hatte ein Streik der Flugbegleiter Reisende in mehreren europäischen Ländern getroffen. Röntgengeräte, Herzschrittmacher, Implantate. Die wirtschaftliche Bedeutung von Medizingeräten ist groß. Im vergangenen Jahr verabschiedete die EU eine Verordnung, die mehr Transparenz schaffen soll, mit Blick auf Sicherheit, Eignung und Leistung solcher Produkte. Doch die Tücke liegt wie so oft im Detail. Denn alle Medizinprodukte müssen noch einmal zertifiziert werden und die dafür gesetzte Frist ist knapp. Vom Ultraschallgerät bis zur Hüftprothese. Von der neuen EU-Medizinprodukteverordnung ist alles betroffen, was bereits auf dem Markt ist oder neu zugelassen werden soll. Vor allem mittlere und kleine Betriebe sind mit der Verordnung überfordert, denn die Zertifizierung ist aufwendiger geworden. Es müssen unter anderem jetzt Studien eingereicht werden. Die Konsequenz? Dieser Hersteller hat bereits 20 Produkte vom Markt genommen. Es verschwinden Produkte, es müssen bestimmte Stückzahlen gegeben sein, dass der Aufwand noch lohnt, ein Produkt im Markt zu halten. Und es gibt noch gar keine Prüfinstitute, sogenannte benannte Stellen, die die Zertifizierung vornehmen dürfen. Sie müssen sich neu akkreditieren lassen. Es gibt bislang noch keine nach dieser neuen Verordnung benannte Stelle. Wir sind aber so weit, dass wir uns schon 2017 darum beworben haben. Wir haben auch schon das entsprechende Audit hinter uns gebracht und wir rechnen damit, dass wir im Frühjahr 2019 benannte Stelle werden. Dann bleibt den Herstellern gerade noch ein Jahr Zeit, mehrere hunderttausend medizinische Produkte neu zertifizieren zu lassen. Noch ist unklar, wie die EU-Verordnung in Deutschland konkret umgesetzt werden soll. Die Bundesregierung will sich zumindest für eine Verlängerung der Frist bei der EU einsetzen. Das war's erstmal von der Wirtschaft. In einer Stunde melden wir uns zurück. Bis später.